Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program, wo wir heute unsere Minmus-Länder probieren. Und ich würde sagen, ohne weitere Sache, 3, 2, 1, let's go! Holy Shitballs! Geh mal ein bisschen mehr Bus, ich habe irgendwie die Vermutung, das wird nicht funktionieren. Das ist ungut. Also nach dem Plan wäre jetzt... Obwohl, nee, das passt nicht. Ja, wir sind jetzt durch die Wolken durch, aber noch nicht durch die erste... Doch, jetzt sind wir doch die erste Erdschicht durch. Oh. Interessant. Jetzt gehen die Booster aus. Booster sind ausgefallen und die Kappeln. Unsere Rakete hat sich nicht unter Kontrolle, wollte ich gerade sagen. Und die MS sinken. Macht doch nur so ein bisschen mehr Schub, Leute. Okay, dann testen wir die nächste Stage einmal aus. Die rettet das... Was? Sinken wir gerade oder was ist jetzt? Warum erhöht sie die Geschwindigkeit noch? Okay, das funktioniert nicht. Die Kappeln und jetzt testen wir die... Au! Holy shit! Einmal die Stage testen. Also die ist sehr wobbly, die eine. Holy shit! Ich höre den Vogel schon wieder, der Hunger hat. Ich tue es mal in die Deep-Böen-Richtung. Oh, das war dumm. Das war dumm. Okay, passt. Nicht treffen, hua! Ups! Tschüss! Oh. Okay, jetzt versuchen wir relativ spät zu zünden. Jetzt einmal Vollbremsung. Ich hab sogar wieder... Was? Ich habe wieder nach oben Gas gegeben. Und mein, ich wollte gerade sagen, mein Spiel hat sich aufgehängt. Ich hatte gerade voll den Hänger. Alter, es ist gerade wieder so warm, ich sag's euch. Es ist richtig unangenehm hier. Ich hoffe immer noch auf den Regen, der angesagt war, aber... Irgendwie, wir können mal schauen... Eigentlich hieß es bei mir jetzt Regen. Wo bleibt dieser Regen? Ich hab... Regen! Was? Eigentlich hieß es um 15 Uhr Regen. Jetzt wurde die Regen wahrscheinlich auf 15% gesenkt. Und in der Nacht geht es auf 10 runter und morgen vielleicht ein Regen bis 18 Uhr. Aber auch nur mit 45 Wahrscheinlichkeit. Es ist fucking warm! Lasst es regnen! 55% am Donnerstag! Yay! Ein Tag vor meinem Geburtstag, wo ich essen gehen will. Nicht schlecht.
Und nicht, dass ihr euch wundert, ich hatte letzte Woche Geburtstag gehabt, im Video vergessen zu sagen. Ups. Landung hat funktioniert. Und diese Kapsel hat diese Angewohnheit, unter Wasser zu bleiben. Okay. Wir brauchen mehr Schub, wenn die ein Stages weg sind. Das könnte interessant werden. Wie kriege ich das hin? Wie bekomme ich das nur hin? Wie bekomme ich das nur hin? So, okay. Also im Grunde scheint dieser Antrieb zu schwach zu sein. So wie ich das jetzt gerade... Ups. Nein! Oh. Da gibt es auch ganz viele interessante Versionen von diesem Antrieb. Aber, wir schauen mal, das ist ja jetzt der hier gewesen. Jetzt ernsthaft. Der hat 300 Newton Schub nur. Oder habe ich den genommen? Ne, eindeutig nicht. Ich habe den falschen Antrieb genommen. Oh mein fucking... Bin ich dumm. So, okay, nochmal speichern und starten. Gott, bin ich ein Volldepp. Ich habe den falschen Antrieb einfach verwendet. Sowas gibt's doch gar nicht. Wer vergisst den falschen Antrieb? Aber die schauen sich bis auf das goldene Kabel auch relativ ähnlich. Was macht der dauernd Bing? Das verwirrt mich ernsthaft. Physische Erstellung von irgendwas abgeschlossen, okay. 3, 2, 1, Liftoff. Alter, das Ding wird immer lauter. Also im Grunde soll das einfach nur mindestens in den Orbit kommen. Okay, dafür haben wir eh schon relativ wenig Boost. Nicht gleich könntest du nur das dann nach oben kriegen oder sowas. So eine ganz Kleinigkeit nur in den Orbit. Mit fast so einer ähnlichen Rakete. Man sieht ja, da wurde deaktiviert. Alter, Fliege, geh weg, es nervt. Ah, wir sind um einiges flotter und dementsprechend geht mein Triebwerk auch schneller leer. Vielleicht nicht so schlau, wenn der Antrieb gleich leer ist. Ich reduziere mal. Wir sind eh so flott unterwegs. Ich versuche mal ein bisschen zu drehen. Stopp! So. Alter, der dampft dann hin. Alter, schau dir das an. Diese Rauchwolke, die rausgeht. What? Irgendwie scheint der eine Antrieb leicht warm zu werden. Ich kann gar nicht verstehen, wieso. Und abkoppeln. Nun in einen 45 Grad Winkel und Vollboost. Schauen wir mal in unseren Orbit aktuell an. Wir sind bei 50 Kilometer Apoapsis. 60. Ja, wir haben nicht mehr so viel Boost da drin. Ah, nur 1300. Das sollte schon reichen irgendwie. Wie oft noch? Es nervt. Schlechter Zeitpunkt. Verschwinde, Baum. Hat die Fliege oder was? Hat die Fliege mich angeschissen oder was? Haben wir noch ein bisschen flacher den Orbit? Alter, das Ding ist so laut. Meine Kopfhörer vibrieren. So, jetzt sind wir bei 1500, machen wir einen Cut. Und versuchen dann... Hier vorspulen. One to say. Oh oh. EVA bitte kurz mal. Du müsstest kurz die Rakete retten. Warte mal, wir haben keine Werkzeuge mit. Bedeutet, oh, ja, das wird witzig, Leute. Das wird sehr witzig.
Wir können probieren zu landen. Ach komm, das machen wir jetzt auch. Entweder wir müssen noch eine Rescue-Mission irgendwie senden oder was anderes. Decoupled the stage. Boost aktivieren und runter mit der Rakete. Volle Kraft voraus! Kommst du wieder näher zu mir? Wir müssen den jetzt schön vergrößern, den Orbit. Aber ich, dafür hätten wir halt den großen gebraucht. Ah. Das ist wieder so Trial and Error, so typisch. Aber weißt du was, das machen wir jetzt easy, weil ich kann jetzt so lange machen, wie ich will. Das funktioniert nicht so wie geplant mit dem Antrieb. Flugzeugbau. Oh, vor allem nehme ich Wrenches mit. Ich brauche so eine Checkliste, die ich hier irgendwo hängen habe, wo steht, was ich für einen Raketenstart brauche. Zum Beispiel, dass jeder jetzt mindestens 5 Wrenches bekommt. Das passt alles, das passt auch, aber vielleicht sollte ich einen Satellit. Ja, war ja auch nicht schlecht. Ich hätte aber gern Seed Inventory 1. Und dann muss ich schauen, hier glaube ich. Jeder kriegt 5 Stück. Aber eigentlich auch nur, weil dieser kleine Antrieb aus 8, 16, 24, 32, 40 Antrieben besteht. Inventory C2. Oh, das ist... Oh. Das ist nicht gut, was ich hier mache. Das ist absolut nicht gut. Was ist das eigentlich? Collapse Cardboard Box for transporting components from a lander to a site. For building surface experiment packages or something else. Okay. Hä? Naja, okay. Ist jetzt auch wurscht. Wir haben unsere 10 Rent... Lass die Rakete dran. Die ist konfiguriert. Und den Antrieb tun wir noch verbessern. So. Dann würde ich sagen, direkt speichern und nochmal starten. Was haben wir zu verlieren? Außer also vielleicht 2 Kerbels. Es ist echt schon wieder 15. Wie kann es so schnell abends werden? Ich hab. Heute ist. Dienstag. Viel zu spät wieder. 3, 2, 1. Liftoff! Aber man muss schon sagen, schau. Kommen wir unter den... Jo. Wie weit entfernt sind wir von der Rakete? Wir waren unter der Erde, literally. Aber das schaut cool aus. Warte mal, F2. Das ist ein cooles Bild. Vielleicht sollte ich mir mal wieder reinzoomen. Versuchen wir ein bisschen früh so ganz leicht in ein Orbital Burn zu gehen. Ich glaube, das war bad. Das gleich war eine sehr bad Idee. Oh, wow, 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 wow. Ruhig, Cowboy. Ganz ruhig hier. Hui. Bye, bye. Die müssen wir in Zukunft auch irgendwie recoveren, beziehungsweise solche mal bauen, wie SpaceX baut. Jetzt drehen wir das Ganze. Perfekt. Alter!
Jetzt habe ich echt kurz gedacht, wir dürfen nochmal neu starten. Oh, warte mal. Ich glaube, ich habe eine Sache nicht bedacht. Das könnte zu viel. Ja, wir könnten ein Problem haben. Wir probieren es trotzdem. Einfach schon mal die Kürbis hochzubringen, wäre schon mal ein Erfolg. Oh, fuck. Warte mal, wir haben da tonnenweise Antriebe drin. Was mache ich denn eigentlich? Ich verschwende Treibstoff. Literally. Ich verschwende einfach unseren Treibstoff. Ja, das sind zwei Satelliten von uns. Nuna Sonde und Nuna Sonde. Ach, die ist gelandet. Ach, das ist der... Ist das nicht der Raketen, den wir abgekoppelt haben und gelandet? Komm schon, ab in Space. Warum spulst du denn so langsam vor? Hier vorspulen. Ah, jetzt geht's besser. Jetzt geht es um einiges besser. Einmal ausrichten. Full Boost. Full Boost. Jetzt müssen wir schauen, dass wir den Abstand halten können. Yes. Genauso ungefähr wollte ich das. Ja, vielleicht können wir das genau adjustieren. Ja, perfekt. Ah, diese Fliege, ne? Die macht mich noch kirre. Ah, apropos, ich wollte gucken, wie der Periapsis ausschaut und Apoapsis. Ja, das könnte ein bisschen Burn-Dauer haben hier. Ich hoffe ja aktuell, weil, wie gesagt, ich werde höchstwahrscheinlich hoffentlich diese Folge mit Premiere Pro schneiden können. Da draußen eine höhere Bildqualität zu erhalten und vor allem auch die Kontraste zu halten zu können, so dass man sozusagen auch sieht, was hier passiert auf dem Bildschirm. Weil es ja doch teilweise irgendwie sehr dunkel ist. Und das erhoffe ich halt jetzt wirklich mit dem Adobe Premiere Pro ein bisschen zu bearbeiten zu können, außerdem meinen Sound zu verbessern und. Aber dazu müssen wir schauen, dass das alles so... Kann es mal aufhören zu bingen dauernd? So, 150.000 Kilometer. Und jetzt setzen wir uns nochmal ins Ziel zu Minimus. Oh, warte mal. Ein unbekanntes Objekt fliegt auf unserem Planeten zu. Also ich hätte gern wieder da zentriert, wo ich normalerweise zentriert bin. Dankeschön. Und der beste Platz ist hier. Ist die Frage, Manöver hinzufügen, wie... Oh, Instant Encounter. Was? Oha. Easy. Ja. Läuft. Also eine Minute müssen wir mindestens Schub geben. Hier vorspulen und dann auf Manöver ausrichten. What? Der bewegt sich ja nicht mal. Aber ist cool. Direkt am Anfang. Easy going! Und dadurch, dass ich nie auf die Rakete fliege, sondern auf dem Körper bin, dreht sich natürlich... Alter, diese Viecher sind ultra nervig! Jetzt geben wir nochmal Vollgas und ich hätte gerne wieder auf unsere Rakete fix. Könnte ich gerne bitte den Fokuspunkt ändern? Mal Vollboost noch. Ja, hallo, hier, guten Station. Die Stage wird ultra heftig, aber das Teil macht mir Sorgen. Ich hätte das alles so ein bisschen rein, ich hätte ihn gleich ein bisschen reinschieben müssen.
Aber ja, ansonsten wackelt er halt links, rechts und muss sich ausbalancieren, aber... Upsi! So, wir sind also 30 Sekunden delayed, circa. Vom Schub her. Was aber gar nicht gleich so doof ist, wenn der Schub ein bisschen delayed ist. Weil das breitet sich ja eh voll aus. Was ich gelernt habe zum Beispiel, wenn ich eine Rotation machen will und die plane, gehe ich auf circa Hälfte der Zeit. Weil danach, sozusagen, jetzt dreht sich immer weiter, bedeutet, wenn ich den direkt am Anfang mache, mache ich komplett woanders meinen Drehpunkt. Okay. Und Boost! Diese Mini-Booster sind so geil! Ich habe keinen Plan, ob die genug Boost geben, ne? Oder irgendwas so. Also sie geben für ihre Größe relativ legit Boost. Und null. Perfekt, und wir sollten in einen Encounter haben. Haben wir nicht? Was, echt? Wo ist denn unser Encounter? Wo ist mein Encounter? Da ist er. Ah, hab ich. Aber Leute, ich würde sagen, wir schauen uns den Encounter mit Minmus die nächste Folge an. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.